Hallo und herzlich willkommen zu meinem Fahrzeuginformationsvideo zu dem Yankee aus dem Spiel Grand Theft Auto Vice City. Ja, der Yankee ist ein Lastwagen aus dem Spiel Grand Theft Auto Vice City. Dieser befindet sich im Fuhrpark folgender Firmen: City Hall, Gasmaster, Hall, Marlin Fish Factories, RS and L Bose und der Vice City Electric Company. Zu den technischen Daten: Der Wagen wiegt 4500 Kilogramm, also 4,5 Tonnen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 160 Stundenkilometern. Der Neupreis des Wagens liegt bei $22.000. Ja, in welchen GTA-Teilen kommt der Yankee vor? Also das erste Mal im 2001 erschienenen GTA 3. Dann hier, wie gesagt, im 2002 erschienenen Grand Theft Auto Vice City. Ebenfalls im 2004 erschienenen Grand Theft Auto... Ein Unfall. Ebenfalls im 2004... Ach, ja komm schon. Ebenfalls im 2004 erschienenen Grand Theft Auto San Andreas. Im 2005 erschienen Grand Theft Auto Liberty City Stories. Im 2006 erschienen Grand Theft Auto Vice City Stories. Im 2008 erschienen Grand Theft Auto 4. Und im 2009 erschienen Grand Theft Auto Chinatown Wars. Ja, tut mir leid für diese zwei Unfälle, für die ich mehr oder weniger etwas konnte. Nun ja, zumindest das waren alle Informationen zu dem Wagen, die Sie wissen müssen, oder falls es Sie eben interessiert. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, ich würde mich sehr über Bewertungen und Kommentare freuen. Und dann bis vielleicht zum nächsten Mal, euer ETS-Player. Macht's gut!